So, ganz schön leer hier. Was? Ja, ich glaube ja. So. Alles klar. So, jetzt kann ich hier die ganzen Sachen looten, das ist schon mal cool. Was? Reiche Bürger. Jetzt schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Können wir gleich auch noch mal rein zu dem Minister. Alter, was die schreien, ne? Ist ja unglaublich. Das ist schon krass, wir räumen ja einfach alle weg. Was war denn das hier nochmal? Ah, das ist das Fenhill-Anwesen. Das sind die Eltern von der... von dem Mädel. Von der Ellie. So. Hier waren wir noch gar nicht drin. Hier ist alles zu. Hier auch. Hä? Wo ist sie denn? Protokolle. Cascadia kompromittiert. Ich habe eine Nachricht erhalten, dass ein nicht autorisierter Nutzer sich die Dateien auf meinem Cascadia-Terminal angesehen hat. Vielleicht irgendein Plünderer mit zwei funktionierenden Hirnzellen. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe, wer auch immer es ist, versteht, dass die auf Monarch und 1084 erbrachten Opfer einen höheren Zweck dienen. Eines Tages werden wir alle eine neue Bewusstseinsebene erreicht haben. Möge die Menschheit mir meine Sünden vergeben. Okay. Meine schlimmsten Vermutungen wurden bestätigt. 1084 wurde geplündert. Wer weiß, was aus den Suspensionstanks geworden ist. Aus meinem Team. Ist das jetzt von jetzt erst? Ist das... Das meint ihr damit uns? Ich bin mir nicht sicher. Wie immer sind meine Ansprechpartner im Vorstand keine Hilfe. Ich bin bis ich Ergebnisse abliefere, die sie replizieren, verpacken und an die allgemeine Bevölkerung verteilen können, wünschen sie von Leuten wie mir nur Schweigen und Gehorsam. Okay. Die Umstände im Primär- und Sekundärlabor konnte man nicht gerade als optimal bezeichnen oder beschreiben. Durch die politische Instabilität wurde mir Cascadia unter den Füßen weggezogen und eine Kombination aus Hüttenkoller und
Paranoia-Zug 1084 ins Verderben. Vielleicht steht mein Zuhause im unerschütterlichen Byzantium den Rückzugsort da, den ich brauche. Auch wenn ich es vermisse, an der Seite meiner Kollegen zu arbeiten, ich weiß, dass ich jene, deren Gesellschaft ich so genoss, kaum verdient hatte. Jene, die ich verloren habe. Ich werde die Arbeit in Abgeschiedenheit einsam fortsetzen. Vielleicht sollte es auch so sein. Die ersten Außerirdischen. Okay. Seit unsere Spezies sich ihrer selbst bewusst wurde, drücken wir allen Welten, mit denen wir in Kontakt kamen, unsere Überlegenheit auf. Der Kolonialismus funktionierte eine Zeit lang, aber unser ältester Trick funktionierte in Hersion nicht. Nun sind wir es, die sich einer Kraft beugen müssen, die größer als wir selbst ist. Wir sind es, die sich anpassen müssen. Update. Wein macht mich grüblerisch. Vielleicht sollte ich dem Wodka, was dem mit Wodka entgegenwirken. Okay, also. Okay. Laborzugriff. Status offen. Okay, Labor ist offen. Okay. Und dann finden wir die Dame ja vielleicht. That's far enough. What are you doing here? How did you even get inside? Ich stelle hier die Fragen. You're in my house and I'm not fucking around. Start talking. Ich glaube nicht. Ich bin hergekommen, um deine außerirdische Verschwörung aufzudecken. My what conspiracy? Let's talk about this. Ach, jetzt doch. I think there's been a crucial misunderstanding. Ist das so? Ich höre. If you came looking for some elaborate scheme, it isn't here. All I'm doing is trying to keep Halcyon alive. What are you doing, Doctor? This information is beyond classified. You can write me up in your report. It hardly matters. I'm researching a new way to feed the colony. The crops we transplanted from Earth don't give us the nutrients we need. Our colonists might not realize it yet, but they're starving. Ach nee. Moment, du willst mir erzählen, dass es hierbei um Gemüse ging? Leck mich doch am Arsch, ich glaub dir kein Wort. Du hast immer Wachen in der, von der Konzernleitung in deinem Haus? Hast du? Okay. Das ist erschreckend, aber erklärt noch lange nicht die Forschungsarbeit, die ich vorgefunden habe. The food we grow here barely sustains human life. The colony won't last under these conditions. So, the board let me approach the problem from a different angle. I believed that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. That I could change us. Give us the ability to derive sustenance from the nutrients the food does have. Alles, was du vorzuweisen hast, ist ein Labor voller konservierter Kollegen. I know. I was there. Thomas was the first to take the gas. A simple test, he said. I told him not to, but he insisted. We learned a lot from his autopsy. Enough that we could try it on each other and know when to stop. No one else died. I must find a cure so his sacrifice isn't in vain. Ich bin überrascht, dass du nicht mehr Unterstützung vom Schorstand bekommst. There are other teams. We didn't want to experiment on human test subjects, so we used the only resources we had. Each other. Ja, ja. I'm desperate. I've already asked all the best institutes on Earth for help. Years ago, we sent a message out on the Cornelius Vanderbilt, but heard nothing back. Hm,
Cornelius Vanderbilt, ist das nicht so ein Kampfkreuzer? Der Vorstand will die gesamte Bevölkerung von Hawaii anpassen. It's been missing for over 2 years now. They never reestablished contact after the skip to Earth. Of course, the board is keeping that under wraps. Imagine losing something with that many guns on it. How'd you lose half a pair of ships like it were a sock? The board is uneasy about letting the colony know, seeing as half of their military force vanished without a trace. Die Kolonisten können unruhig werden, sobald ihnen klar wird, dass sie nur noch die Hälfte am Hals haben. I'd prefer if you didn't use my name when you talk about this. My contract has a list of very terrible consequences for breaking secrecy. Tja, ich bin mir nicht sicher. Once we can replicate a success, the board will move to rewire our nucleon. With any luck, our next generation will be eating and thriving off Halcyon crops. Knowing what the board considers a success, that doesn't give me a lot of hope. You really think the board got our best interests at heart? Ich glaube wohl kaum. They say, but I'm just not sure. We haven't made enough strides to advance the plan. Hardly any at all. But we have to keep trying. Genug geredet. Was machen wir jetzt? Was für eine faszinierende Geschichte. Lilia Hagen will trotzdem, dass ich dich töte. Ja. You could always shoot me. I assume that's why you're here. Yeah. If I die, there's no one who can reproduce our work. Every sacrifice will have been for nothing. And we'll be no closer to a solution that feeds the colony. Yeah. Was sagt Ellie dazu? Was sagt Parvati dazu? Seems like she's trying to help, Captain. Honest help. Ain't many in the colony doing that. We should let her try. Everything I did was for the good of the colony. Consider that. Das kann ja jeder erzählen. I try not to, at least when it comes to the moral dilemmas. Lilia Hagen's a useful ally to have, but I'll back you up either way. I hope you know what you're doing, Captain. I leave it in your hands. The one on the wanted posters? They say he's an anarchist. A madman, a butcher. Genauso wie du. I'll do it. Doctor! What choice do I have, Commander? Das hat nicht viel Überzeugungsarbeit gebracht. If working with Wells is the only way I can save the colony, then I will damn well do it. Okay. I need to get out of here. Phineas can contact me when he's ready to work together. For now, I'd better pack up the lab and head somewhere discreet. Not so fast. Captain, what you just learned is beyond your clearance. Hell, it's beyond mine. Give me one reason why I should let you walk out of here alive. Sagt ihr das zu mir? Es macht weniger Arbeit als meine Rauhe, als meine Leiche. Mir fällt keiner ein. Wrong answer. Halt. What? Security Patrol and Sekunde. Wie viele gibt es denn von denen? Everyone all right? Ah, sie lebt noch. Okay.
Da bin ich ja beruhigt. Der Typ hier lebt nicht mehr. Wo ist sie denn jetzt? Hier. I hope Dr. Wells has the resources to handle this project. Okay, wenn sie bitte weitermachen will, dann ich dachte, die geht jetzt. Hey, stop that. What do you think you're doing? Hey, ich denke, du bist auf unserer Seite. Just be careful next time. I hope Dr. Wells has the resources to handle this project. Gut, sie mag anscheinend doch nicht, wenn wir ihr was hier wegnehmen. Bitte sehr. Ich lasse sie jetzt hier in Ruhe. Wir gehen wieder. Okay, was müssen wir jetzt der Hagen irgendwas erzählen, von wegen, wir haben sie platt gemacht oder so. Keine Ahnung. Gehen wir wieder raus. Und schießen uns Richtung Schiff durch. Beziehungsweise vielleicht erstmal in die andere Richtung. Ich würde nämlich gerne einmal hier reingehen wollen. Hier würde ich gerne noch reingehen wollen. Noch kurz aufräumen. Zum Minister Clark. Und mal gucken. Ihr seid recht flott. Alles klar. Muss ich mich um nichts kümmern hier. Achso, da steht noch einer. Oder liegt? Er lag da. Er lag da. Da geht's nicht rein. Dem nehme ich noch. Hier ist sonst keiner mehr. Da ging's nicht weiter. Hier ging's weiter. Achso, da geht's nicht raus, da geht's raus. Okay, dann gehen wir hoch. Dann gehen wir mal hoch. So. So. What do you think you're doing? Mr. Clark. Ich wollte gerade gehen. Well then, carry on. What a pleasure. I haven't had this much company in quite some time. I dearly hope I'm not imagining this. So. So einen Minister müssen wir natürlich, den können wir jetzt nicht hier am Leben lassen. Okay. Komme ich nicht dran. Na gut. Dann nicht. Sekunde mal. Hier geht's auch wieder raus. Okay. Schau mich hier nochmal um. Hier gab es sonst nichts mehr. Okay. Dann sind wir hier auch fertig. So.
Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Ist hier noch einer? Nee, ne? Hey, wieso schießen denn solche Götter auf uns? Ein Rekrut. Ernsthaft? Hier wird einfach alles platt gemacht. Wow, 250 Bits. So, sonst sagt hier keiner mehr was, ja? Der Rest liegt hier so rum. Und schläft. Den Schlaf der Gerechten. Sie ewig zu knechten. Was? Gut, hier können wir ein paar Sachen verkaufen. 200, 600, so, so. 6, 6. 6,95. Ja. 3, 2. 5,33. Tech-Fertigkeit. Führungsfertigkeit. So, Tech-Fertigkeit. Tech-Fertigkeit bedeutet... Medizin, Wissenschaft, Technik, also eigentlich alles. Okay, Wahrnehmung. Ja, Medizin. Dann hätte ich hier nochmal plus 5. Es ist mehr als das Ding, ne? Ja, dann behalte ich den auch noch. Falls ich es mal brauche. So, hier kann ich noch kurz gucken, ob hier noch irgendwelche Waffen sind. So. Okay, dann haben wir ja auch alle. Ocean Pictures. So. Das ist natürlich doof, der arme Bürger, der stirbt jetzt natürlich da. Aua. Oh, hier gibt es noch so einen fetten Helm, den können wir ruhig mitnehmen. Ist ja auch noch eine fette Rüstung, gerade nicht. Hier vielleicht. Oh, was ist das denn hier? 40, okay. Gut, der ist platt. Der auch. Nicht nur umschreien.
glaube, von den Soldaten ist jetzt hier eigentlich alles platt, ne? So, hier haben wir jetzt auch nichts mehr. 46, gut. Das ist die schöne Stadt gewesen. Ging's runter? Hier. Gehen wir eben runter. Okay. So. Dann ist jetzt unsere Aufgabe, Tagebuch, wir müssen zu Lily Hagen zurück. Oder Lilia. Machen wir das doch eben. Keine Ahnung, ob hier noch jemand rumhängt. Können die Leute mal aus dem Weg gehen? So. Wir müssen hier auch überall dazwischen rennen, ey. Was soll das eigentlich? Ein Code brauche ich dafür, den ich jetzt nicht habe. Na gut. Gehe ich mal hier rein. Alles nur Bauroboter, hier sind noch ein paar Konzernfreaks. So, das war's, ne? Sehr schön. Jetzt können wir die Sachen hier nehmen. Alles klar. So, dann holen wir unser Schiff hier rüber. Was denn für ein Kampf, Leute? Es ist kein Kampf mehr. Fertig jetzt? So. Hallo Schiff. Rinder. Lass mich Rinder. Lass mich ran da. So, wie viel Zeug haben wir jetzt wieder? Irgendwas Cooles dabei? Nö, nicht, dass ich sehe. Hier ein so ein fetter Helm. Hör auf, rum zu quatschen. Den Helm bekommt... Sie bekommt den Helm. Ich verstehe gar nicht, warum die den noch nicht hat. 53. Was hat sie für einen? Was hat er für einen? 60. 48. 3. Sie hat den hässlichen. Dann gebe ich ihr das Ding jetzt. 29. Eigentlich wollte ich ihr eine neue Rüstung verpassen. The captain leaves the ship. So ein Mist reparieren.
Tüfteln, modifizieren wir mal tüfteln. Wir können mal eben tüfteln und zwar, das ist mein Helm. 108, 108. Hey, willst du mich verarschen? Okay, der ist noch